Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Assassin's Creed Brotherhood. Ich bin der Firestorm LP und ich sage herzlich willkommen zu Assassin's Creed Brotherhood. Ja, es ist etwas länger her, sage ich jetzt mal. Also jetzt von der, wie ich jetzt spiele, von bei euch ist es vielleicht nicht so lange her. Ich habe zu der letzten Live-Aufnahmesession, ist ein bisschen länger her, ich habe dann noch ein paar Mal die Cluster eingesammelt bis auf eins, was ich noch nicht machen konnte, habe ich schon mal gemacht und eingesammelt, aufgenommen. Genauso wie habe ich ein paar Stadtteile schon Federn und Borgia Banner gesammelt, paar Stadtteile habe ich schon komplett durch. Hab dabei dann auch den letzten Borgia-Turm oder die letzten zwei, ich weiß nicht mehr, gemacht. Vielleicht hänge ich die noch irgendwie dran oder so. Mal gucken. Und, hab jetzt, sage ich jetzt mal, deswegen dadurch, jetzt auch diese zwei Romulus-Verstecke freigeschaltet. Und außerdem noch, habe ich dann noch ein bisschen, also ich habe dann beim Laufen quasi, beim durch die Stadt laufen und die zu suchen, die Borgia-Bahn und die Federn, habe ich dann quasi auch noch die Assassinen-Gilde komplett gemacht. Die Hausräume für die Assassinen-Gilde, kann ich euch kurz mal zeigen. Es ist jetzt nichts Großes, ist jetzt nichts Großes dabei. Hier, es ist jetzt nichts Großes dabei, also 5x25x im Kopf Assassinen-Rekruten rufen, das heißt, er zählt einmal für ein Signal, das heißt, du hast drei Signale, du kannst dreimal einzeln die Assassinen-Rekruten rufen und das sind dann schon dreimal und das immer im Kampf, weißt du, und Pfeilhagel ist jetzt auch nicht so, Rekruten zum Rang Assassinen ausbilden ist jetzt auch nicht so heftig und Assassinen-Rekruten in der Haupterinnerung rufen ist jetzt auch nicht so krass, 20 mal Assassinen-Rekruten rufen, um ein Ziel zu eliminieren, das ist jetzt auch nicht so krass, also das schafft man auch schon so schnell und leicht einfach und habe dadurch jetzt ein Schwert bekommen, nämlich alte ihr Schwert, was ich auch hier habe, gerade in der Hand halte, das beste Schwert im Spiel und ja, genau. So, jetzt sage ich aber euch erstmal, was ich machen werde, und zwar werde ich jetzt erstmal dieses Romulus Grab machen. Ja, so viel kann ich euch sagen. So viel kann ich euch verraten. Und so viel kann ich euch schon mal sagen. Dass wir jetzt erstmal die beiden Romulus-Gräber machen werden und danach die Hauptmission. Und das so schnell wie möglich. Außerdem kann ich euch kurz nochmal die Assassinen-Rekruten zeigen, denn die sind aufgeblüht, kann man so sagen. Denn ich habe jetzt fast alle Assassinen auf Meisterrang. Also hier sieht man, die sind, bisher habe ich nur die als auf Meisterrang, aber die sind auch noch bis auf die drei letzten oder so. Oder drei, ich glaube die drei letzten. Ne, sogar bis auf die zwei letzten. Bis auf die zwei letzten hier hinten sind alle Meisterassassinen. Und da kann man ja sagen, gut, solide würde ich sagen, ne? Und ja, wollte ich kurz auch euch noch sagen, beziehungsweise zeigen. Ich will eigentlich nur hier reingehen, um dann ja, ich würde sagen, wir gehen hier hin. Kann mich natürlich auch irren. Ja, ich denke, das ist der beste Weg. Ja, ansonsten habe ich eigentlich alles soweit gesagt. Erstmal so in Sachen Background und so weiter.
Nämlich das Assassinenteil. Ist hier unten, glaube ich. Und deswegen machen wir gerade das Rumlux-Versteck, meine ich, sorry. Ich warte, ich guck mal kurz. Aufnahme läuft in Sachen Video und in Sachen Audio läuft es, denke ich, ebenfalls. Ja, das sieht gut aus und deswegen können wir da weitermachen und zwar ganz gechillt. Ja. Arschbombe. Lightwolf, den Schrein des Romulus finden. Nicht mehr als 10 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Ja. Alles klar. Wir haben viele neue Rekruten gewonnen. Ich sage kaum den Namen Romulus und sie gehorchen. Bene, die Prophezeiung bewegt sie wie geplant. Gemeinsam schaffen wir religiöse Harmonie. Assassino! Ruft eure Anhänger! Okay, wir schaffen das. Komm. Scheiß auf die Messe im Rücken. Der Assassine muss sterben. Romulus befiehlt es. Oh, macht mir jetzt Angst? Ja, da grinst er schon. Sprecht euer letztes Gebet. Vergießt sein Blut. Noch ein Fremd. Du bist erledigt, Furzer Raga. Komm. Ja, ich verliere schon das Ziel nicht aus dem Auge. Komm, ey, denkt ihr wirklich, ich hätte eine Chance gegen mich? Ich muss nach da oben. Ich muss einen guten Weg finden. Ist noch ein Schatz. Den nehmen wir direkt mal mit.
Und da ist noch ein Bordjabber, ne? Kommt doch her. What the fuck? Dreckiges Spotjab bei einer einsamen, ja, ich hab schon 41 jetzt. Fehlen nur noch 60, ne? Genau so ist mein Motto. Komm, beweg dich, Ezio. Gott sei Dank wartet er ja immer ein bisschen auf mich. Oh Gott. Nimm nicht, Kaulo. Komm hoch, hoch hier. Hoch. Gott. Merda, wo ist er? Bin direkt bei dir. Ich bin hier bei euch, Brüder. Geht doch. Dein Ende naht, Assassine. Besänftigt, Romulus. Tötet ihn. Ach Gott, Freunde. Ey, ja. Erteilt dem Ungläubigen eine Lehre. Romulus bestraft jene, die nicht kämpfen. Okay. Ah, wo bist du? Komm. Habt ihr diese Lügen von euren Borgia-Herren gelernt? Ich spreche die Wahrheit. Du bist es, der Lügen verbreitet. Gebt mir das Chiffrierblatt. Ich gebe dir nur eins, den Tod. Still, auf ihn! Hangt den Bastard! Komm doch her. Ihr musstet wohl noch nie kämpfen, wie? Ich hab schon genug von dir gesehen. Oh Mann, bist du ein Spasti.
unbedingt noch einen Schatz hier uns geholt. Sehr schön, noch das Borgia-Banner geholt. Das, so gefällt mir das. Muss ich zwar nochmal klettern, aber das ist mir, das wäre es mir wert. So, los geht's. Da haben wir es. So, jetzt haben wir alle. Dann suchen wir uns mal das aus. Sehr schön, Schriftrolle 4. Sehr schön. Ja, damit hätten wir das geschafft. Machen direkt das nächste im Anschluss. Mal gucken, wie das wird. Ich weiß jetzt nicht genau in welchem, aber es könnte sein, dass es das ist. Wo man eine spezielle Zutat kriegt, die ich noch für einen Geschäftsauftrag brauche. Verschwunden im Nichts. Da! Verliert ihn nicht schon wieder! So weiter. Und ihr macht es bloß noch schlimmer für euch. Niemand müsste Not machen. Die Befreiung Roms hat begonnen. Das war äußerst geschickt. Bitte, lehrt mich so zu kämpfen, wie ihr es tut. Leia, Shea, Walker, Motlak, Per Kulun Mumkin.
Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Leia Shea Walkan Motlak per Kulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das Büro der Beschwerdestelle des Vatikans wurde...